Ich meine, wir hatten im Adventskalender ja schon viele Gegner. Aber das ist eine neue Ebene, glaube ich. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Türchen hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, heute begeben wir uns mal auf eine sehr, sehr komische Reise, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte ja schon, Saints Row hat irgendwie eine abgedrehte Story. Aber dieses Spiel heute ist wahrscheinlich auch einer der Kandidaten mit von den abgedrehtesten Story-Elementen hier im Adventskalender. Die Rede ist von Alan Wake's American Nightmare und ich möchte nicht zu viel verraten, seht einfach selbst. Ich hoffe, ihr seid des Englischen mächtig, denn komischerweise ist dieses Spiel komplett auf Englisch und nicht auf Deutsch. Facing a dangerous quarry, the Herald of Darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. I'll catch you eventually! Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. The man has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. Ich wollte gerade sagen, was für eine geile Ingame-Grafik. Und dann ist das einfach so ein Schauspieler, der dort steht. Ja, dafür, dass das Spiel schon 7 Jahre alt ist, vielleicht bin ich auch schon langsam festgefahren, so in meiner schöne Grafikhaltung, sage ich jetzt mal. Ne? Ich meine, die Spiele entwickeln sich natürlich die ganze Zeit auch weiter, sodass das vielleicht gar keine schöne Grafik mehr ist. So, okay, ich denke mal, da vorne liegt unsere Lieblingswaffe, denn wer die Alan Wake-Reihe kennt, der weiß, die Taschenlampe ist unser Freund und Helfer. Geil, Alter. Mal richtig leuchten. Wie präzise man auch die Taschenlampe leuchten kann. Das sagt wohl wirklich sehr, sehr viel aus. Und ich denke mal, dass wir sehr viel Spaß haben werden. Ja, ich habe leider noch keinen Alan Wake Teil so richtig gespielt. Habe auch erst, nachdem ich den Teil mir runtergeladen habe, gemerkt, jo, da oben steht noch Alan Wake. Ne? Ja, völlig normal. Packt immer eine Taschenlampe ein. Die 9mm Pistol. Bruder. It's gonna be like that again, huh? Geiles Spielprinzip, muss ich sagen. Herr Nachbar Paschulke. Junge, übertreib mal nicht, du. Wie genau er auch schießen kann, ne? Genau dieser kleine Pegel, da ballert er hin. Interessantes Spielkonzept, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Oh, die Sonne geht auf. Kein Wunder, dass die Nachbarn so unruhig sind, du. Noch mehr Nachbarn. Okay.
Okay. Oh, ich verstehe, ich soll gar nicht fighten. Junge, nimm die Beine in die Hand. Als ob die jetzt einfach despawned sind. Finde ich jetzt schon ein bisschen, was den Spannungsaufbau betrifft, recht schwach. The safe haven formed by a bright light heals you. Natürlich, das Licht halt, na gut, da gibt auch Sinn, ne? Bin einfach ein Entsandter des Lichtes. Du scheinst ein normaler Mensch zu sein, der aber auch keine Reaktion hat auf sehr helles Licht. Oh, Junge. Out of ammo. Ja, Gott sei Dank. Zum richtigen Zeitpunkt, ne? Oh, Junge, Alter. Hab ich mich erschrocken. Haben die sich gerade aufgeteilt? Die Assis. So nah wollte ich den eigentlich nicht kommen. Kommt jetzt diesen Bossfight? Jetzt kommt doch bestimmt ein Bossfight, Leute. Oh nein, die Freunde schon wieder. Das ist aber nicht schön, ne? Oh, Junge. Darauf hätte ich vielleicht auch mal eher kommen können. Ja, ergibt Sinn. Oh, Junge, rennen. A poltergeist. Its existence is one of rage and hostility, and its very presence turns ordinary objects into deadly projectiles. Shit. Als ob. Oh Junge, übertreib es doch nicht gleich so. Observatorium, auch ein Koffer. Explore the Mortal Rooms. Ich will da jetzt eigentlich nicht wieder raus. Ich meine, wir hatten im Adventskalender schon viele Gegner. Aber das ist eine neue Ebene, glaube ich. Junge, die Beine in die Hand. Übertreibt er direkt! Was ist das da hinten für eine Flare? Nein, der schon wieder. Verfolgt mich das Ding jetzt überall hin oder ist es Bug, Alter? An observatory. A place for a man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the champion of light is looking for. He has come to find a weapon. Als ob ich da jetzt einfach in dem Auto sitze. Wo ist mein Freund, der Planet mit den Umlaufbahnen? Okay, gehen wir halt in das creepy Observatorium. Warum klingt das wie so eine ganz normale Holztür? Ne. Da war sich jemand zu fein, neue Türsounds für solche Tore zu machen. Interessant. Hier drin sind wir bestimmt sicher. Hey, Buddy. Tschüss. What he broke is essentially just a special camera, but we can't use the telescope without it. There's a replacement in my car. If you can get that to me, we're back in business. Consider it done. Ja, das gleich zu sagen, yo, bring mal die Kamera mit von meinem Auto. Nö. Somebody meinst du wahrscheinlich mich.
So, wie komme ich jetzt hier runter? Ach, wahrscheinlich ganz normal hier, ne? So, einer fehlt noch. Oh oh. Ich wusste doch, der Käfig wird gefährlich. Oh, hier ist Johnny. Alter, übertreib's mal nicht. Hier drin ist es eh hell, die kommen hier sowieso nicht rein. Es sei denn, aber egal. Kann ja nicht alles schief laufen, oder? They found a way in.